Und damit begrüße ich dich zu einer weiteren Resident Evil Folge. So, bin mal gespannt jetzt, was hier drin ist und was mich überhaupt noch heute alles hier erwarten wird. So, okay. Bisschen Muni. Dann gehen wir mal runter. Wir sollen ja jetzt hier raus, ne? Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Hey, mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit. Hey, warte! Warte, Jill! Nein! Verdammt! Na toll. Komm schon, du verdammter Stalker! Aua. Aua, Mann. Von der Seite gegen die Brust hier, ey. Oh, der lässt mich auch nicht in Ruhe, ey. Na gut. Vielleicht damit. Ja, da muss er erstmal herkommen. Okay. Da war ich ein bisschen zu weit gelaufen. Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Okay, mal sehen, ob wir den jetzt besser hinkriegen. Vielleicht damit. Ja, komm jetzt mal her. Großer. Nee, warte mal. Okay. Da komme ich ja jetzt nicht mehr zurück. Hi. Aua. Der lässt mich gar nicht durch. Du bist so hässlich. So grässlich hässlich. Boah. Da habe ich auf die Schnelle irgendwas übersehen. Okay. Das heißt, ich kann da nicht zurück, also muss ich da irgendwie im Raum noch was machen. Komm schon, du verdammter Stalker!
Du willst Stars? Ich geb dir Stars! Alle guten Dinge sind drei. So, das noch eingesammelt. Ah ja, hier, guck. Okay. So, komm her, komm. Ach, treffe ich ihn noch an. Mensch, du bist so groß und dick, Mensch. Oh, nein. Ja, wenn man schnell hier drücken muss, dann bedrückt man sich, oder wie? Moment, vielleicht jetzt? Nein, ist ja da wieder im Wege. Ach du Heini. Ah, da kommt er. Ja, ich weiß. Aber da muss erstmal. Na, jetzt kommt er von da. Mann, hat der Riesenschritte. Nein, jetzt kommt er wieder von rechts. Ja. Wird er das nicht langweilig, mir immer hinterher zu laufen? Ach Mann, immer. Ja, gut, doch noch vorbeigekommen hier. Los. Mach das Ding kaputt. Ist aber schnell rein da. Oha. Oh Gott. Auf 5 Meter Höhe oder was? Na toll. Und wir kennen doch Resident Evil. In der Kanalisation, da laut nie irgendetwas Gutes. Ja gut. Ich glaube nicht, dass er durch das enge Loch da durchkommt, aber. Carlos, hörst du mich? Carlos! Verdammt. Ja, unter der Erde. Ja, da müssen wir mal gucken. Da liegt irgendwas auf dem Tisch. Okay. Ah, toll, ein Speicherraum und eine Karte. Na super. Karte, Karte, Karte. Okay. Bin jetzt da, dann haben wir hier noch. Oha. Labor. Oh je. Ja. Der wird wohl doch noch eine Weile hier unten sein. Eieieiei. Eine Karte der Umgebung. Ja. Ein rotes Gold. Gut, Muni ist immer toll. Okidoki. Lege ich das erstmal weg hier. 1, 2, 3, 4.
hier mit 5 freie Plätze, 6 freie Plätze. So, dann erstmal hier den Fortschritt speichern. Dinge, 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 Dinge. Keine Ahnung. Boah, das muss ja so stinken hier unten. Ey. Das ist eine Leiter, da komme ich von hier aus nicht hin. Okidoki. So, in den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund setzen wir die alten Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Okay, elektronische Schlösser haben die hier. Und ich brauche einen Akku, der an alle Mitarbeiter hier verteilt wird. Aha, ich bin ja kein Mitarbeiter hier unten. Ha. Bitte führen Sie den Akku stets bei sich. Ja gut. Da muss ich den Akku erstmal finden, ne? Gut. Auf wohl irgendeine Stromquelle. Ja. Irgendein Akku. Und der kann ja überall sein. Na gut. Boah, ich jetzt auch noch hier rein, ey. Da hoch komme ich so nicht. Nein. Normalerweise könnt ihr da hoch, aber. Ne. Wenn es nicht sein soll. Dann zieh dich aus, dann stecken die Klamotten nicht mehr so. Ja, erstmal gucken, wo ich hier hinkomme. Ich würde irgendwie so eine Treppe nach oben. Brauche ich auch diesen Akku und diese Tür hier? Nee. Irgendwie verschlossen. Na gut. Dann gehe ich erstmal hier unten weiter. Durch diese Brühe. Oh Gott, ey. So viel Abfall hier unten, ey. Kartons und ja, Pappe und Kunststoff und alles Mögliche. Ich bin jetzt hier, das ist auch noch ein Gang. Und wenn ich hier lang gehe, da kommen auch noch mal zwei Gänge. Oh Gott. Naja. Oh. Was ist denn das? Ah, ein großes Vieh.
Oh, noch ein großes Vieh. War ja irgendwie klar, ne? Oh. Aua. Oha. Au. Mam. Okay. Eieiei. Gut. Ja. Bei irgendeinem Teil weiß ich nicht mehr welchen. Da gab es mal ein Krokodil in der Kanalisation. Und noch irgendwelche anderen Viecher. Und hier sind wieder andere. Was war das? Wie nennen die sich denn? So, das war das hier. Mit dem Akku. So, und hier runtergleiten. Hui. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ja. Eine Handgranate. Okay. Dann komm mal hier, du großes Vieh. Zum Teufel war das. Okay, dreimal in sein Maul rein. Jetzt ist das Vieh weg. Hoffe nur, da komme ich allzu viele von. Aha. Boah, furchtbar. Ist das hier furchtbar. Und noch ein. Hat zwei Beine. Und ja. Eine Art Flügel aussehendes. Etwas. Oh. Brandgranaten, okay. Das heißt, es gibt auch hier wieder mal einen Granatwerfer. Die Frage ist, wo ist er? Dürfte nicht allzu weit sein dann. Vielleicht hier drin? Aber dass wir hier jetzt mal ein bisschen Ruhe haben. Oh, okay, da ist rot. Also ist hier noch was zu finden. Zettel oder sowas? Nein. Ah, hier, Spinte. Gut, dann mache ich da mal auf. Und ich werde, da ist Munition drin. Und? Ja. Sprengstoff. Okay. Ist so ähnlich. Ich will auch Bumm. So, hier noch ein grünes Kraut. Und ein Zettel. Ein Liebesbrief. Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Meint er da die kleinen Viecher, also die ich gerade gesehen habe? Eure kleinen, ja, der ist aber total verliebt, ne? Naja gut, das muss man jetzt nicht hier. Liebreizenden kleinen Körper, ja, ja. Irgendwie so ein Professor oder was, der immer wieder durchgedreht ist. Und der solche riesige Monster und so einfach nur niedlich findet. Ja. Äh.
Server. Irgendjemand hat befohlen, die zu vernichten. Naja, die sind untauglich. Jo. Kennt man ja, ne? Folgt der Professor oder sowas. Und dann, die sind aber niedlich. Oh, guck mal, die töten Menschen. Ist das nicht schön? Ja, so in etwa. Okay, was haben wir hier? Ich guck mal eben schnell durch. Das sind die Mundwerkzeuge, das habe ich auch schon gesehen gerade. Ihr seid mangelhaft. Hm? Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Naja. Ja, genau, weil die so Schwachstellen haben, ist der Typ, der das da immer war, so verliebt in die Viecher. Ja, gut. Was soll's? Irgendein Volk der Typ muss das gewesen sein. Oh, meine klein. Ja, oh, die sind riesig und was haben wir hier? Ach, der Akku. Ein. Oh, Inventar ist voll. Warte mal. Das Ding verbraucht. Ja, ja. Das Ding verbraucht zwei Plätze. Ich kann nichts kombinieren. Das ist blöd. Wegwerfen will ich das jetzt auch nicht. Was mache ich denn da? Kraut kann ich benutzen, ich bin ja gesund. Oh Gott, Kiste ist so weit weg wieder, so gesehen. Da oben muss ich dann wieder hin. Wenn will ich ja alles mitnehmen, was geht. Ja, dann lasse ich den Akku noch mal kurz hier liegen. Gehe noch mal zurück zu der Kiste. Nee, darum brauche ich auch einen Akku. Warte mal. Nee, da komme ich nicht hoch. Dann war der andere Weg. Hi. Oh. Oh. Okay. Den habe ich auch dreimal getroffen, bin ich der Meinung. Na gut, dann muss ich das nochmal einsammeln. Jetzt weiß ich, der Akku verbraucht zwei Plätze. Ja, ja, weg. Ich weiß, ich will aber nicht wegwerfen. Ich mach mal hier jetzt was weglegen, genau, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. So, nee, die brauche ich ja.
Dann würde ich sagen, höre ich erst einmal auf hier und dann mache ich jedes Mal den Weg nochmal bis dahin und so weiter. Okay, gut. Dann macht ihr noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Bye, bye.